Hey, ich habe mir mal die Verstecke angesehen, die du dicht gemacht hast. Dort gibt es jetzt viel weniger Verbrechen und Typen, die mit Leuchtschwärmen rumfuchteln. Tinkerer ist noch ein Problem, aber der Underground hat viele Mitglieder eingebüßt. Das war Teamarbeit. Und ich hoffe, dein Podcast tut sein Übriges. Hör zu, wenn du mal was brauchst, also keine Rettung, sondern eine Pause, dann schreib mir. Hey, Probleme mit einer Katze? Ja, Vector, mein Kater ist weggelaufen, als ich die Post holte. Hier, diesen Rucksack liebt er. Wenn du ihn findest, springt er sofort rein. Sind Katzen in Rucksäcken jetzt in? Haben sie etwas, das nach Vector riecht? Hier, sein Lieblingsspielzeug. Süß. Scannen? Und ich habe eine Spur. Keine Angst, Vector kommt nach Hause. Hoch auf die Schulbusse. Der Kleine ist flink. Hey, bist du... Yep, tote Ratte. Gut für Vector, schlecht für die Ratte. Aber ist die richtige Spur. Ist unter den Bus. Die Kanalisation. Ich bleib lieber auf der Straße, danke. Da unten ist es sicher wärmer. Und wird auch stinken. Ja. Da ist die Spur wieder. Hier kam er raus. Also bleibt mir das erspart. Den Geruch hätte ich nie aus dem Anzug bekommen. Vectus Vector geht diese Feuerleiter hoch. Guter Sprung, Katze. Vectus Halsband. Noch warm. Bin nah dran. Eine furchtlose Katze. Respekt. Ist unter die Lüftungsanlage. Also kriechen. Vector! Halt durch, Kumpel! Ich komme! Hab dich! Junge, Junge! Jetzt riechst du wirklich nach New York, Vector. Wow! Also, ab nach Hause! Und voilà! Danke dir! Igitt! Dieser Geruch! Oh, Vector, du hast dir ein Vollbart verdient. Süße Kumpel. Katze. Stinkt. Aber echt süß. Bei Feast ist weniger Spielzeug zusammengekommen als letztes Jahr. Warum wohl?